Echo. Righty, I have determined the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. Gut. Da ist noch einer, den ich erledigen muss. Gut. Aua. Gut. Verstanden. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich verstehe das nicht so ganz. Da... So, hier kann ich durch. Ne. Also, der muss da sein. Die Frage ist... Ja... Warum? Verdammt noch mal. Wieso kommt da immer einer nach? Und wo ist das verdammte Labor hin? Das vielleicht hier? Nee. Hier oben ist auch nichts. Raiden, I have discovered the entrance to the lab. Sending coordinates to your Soliton radar. Okay. Da vorne. Okay. Gut. Jetzt. Oh mein Gott. So machen wir das. Klar, ich hab's verstanden. Oh.
Gut. Man kann also auch die Sachen... Nichts? Gut. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. You should be able to use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. Was ich schade finde, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so richtig ist, aber ich glaube, dass die Synchronsprecher nicht die sind, wie in dem originalen Metal Gears. Leider. So, ich brauche nur einen Zwergengepo. Gut. Komm. Boah, die merken das noch nicht mal, wie geil. Zack. Ja. Oh. Vielleicht nicht so geil. Mieste. Mieste. Hallo? Okay. Das ist schlecht. So viel zum Thema nicht gesehen werden, ne? Jetzt habe ich wieder 100% Leben. Den ziehe ich auch noch mal das Leben ab. Auch noch mal das Leben weg.
Der auch. Und der bekommt auch das Leben weg. So. Ich fürchte... It's over. For now, yeah. But that room... Those were cyborg brain casings. Duh. We saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking their brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, do they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So what? Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Gut, gut. Das bedeutet, ich muss jetzt... Was mache ich denn jetzt mit dem? Haha, splendid! It is all ours! Now, use it to locate the data input terminal. These guys are pretty jumpy now. Any funny business, and they might just open fire. Try latching onto Cyborg's heads from behind. Then, an electric shock should knock them unconscious. Okay. Oh shit, ich glaube... Das hätte ich nicht tun dürfen. Das hätte ich überhaupt nicht gerne tun dürfen. Shit. Ich muss jetzt irgendwie an den drei vorbei. Hier komme ich nicht rein. Ich muss da oben durch. Das ist jetzt natürlich... Scheiße. Aber erste, der zweite, und der dritte. So. Ich würde sagen, wir müssen jetzt hier hoch. Sehen noch ganz okay aus. Da ist was. Datenspeicher. Wow, 1 von 20. Ja. Gut. Das lasse ich dann wohl lieber aus. Oh. Hier gerade im Vorschaufenster sieht das ziemlich ruckelig aus, aber ziemlich. Naja. So. That terminal is most likely designed to download mission data and such into the U-Sheets. Let's try using it to access the lab server.